Hallo zusammen, mich hier ist wieder Ocella und heute bin ich hier wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar diesmal auf dem PTR zu Patch 8.3 und dort gibt es einen neuen schicken Händler, der uns quasi die Insel Mounts verkauft, die wir alle schon seit längerem in den Inselexpeditionen farmen, beziehungsweise er verkauft sie nicht direkt, sondern über einen kleinen Umweg und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Also, wo haben wir erstmal diesen Händler? Einmal haben wir einen für die Allianz in hier Borallos, direkt neben dem alten Dublonenhändler, alter Dublonenhändler, neuer Dublonenhändler. Hier ist die Dingskarte. In Dazar-Lor sieht es genauso aus. Und zwar, wenn wir jetzt mal rüber switchen, für die Horde haben wir den Dublonenhändler dementsprechend auch hier in der Stadt drin. Da ist der alte Händler und hier direkt daneben steht der neue. Also da müsst ihr nicht lange suchen. Was verkauft er jetzt für uns? Und zwar seht ihr, er verkauft uns verschiedene Beutel. Und zwar immer Bergungsgut hier von Föhrenwald, dann einmal vom Schneeblütendorf und tiefgrüne Wildnis. Das sind jetzt drei verschiedene Kisten und in diesen Kisten ist immer Loot von diesen Inseln drin. Beziehungsweise, was Blizzard sogar gut gemacht hat, es steht sogar dran, von welcher Art Mobs man den Loot bekommt. Für die Leute, die es nicht wissen, alle Items, die auf den Inseln droppen, sind von Mobs abhängig und dementsprechend auch die Mounts. Heißt, wenn ihr ein Undead Mount haben wollt, also diese Stute, dann müsst ihr Nekromanten quasi töten, beziehungsweise ja, diese untoten Mobs dementsprechend. Heißt, ja, das ist alles so ein bisschen hier Nekromancer, steht auch hier drin bei der Fernwald-Kiste. Nur über diese könnt ihr quasi die Mounts kriegen und wenn die nicht auf den Inseln sind, dann habt ihr auch die Chance nicht auf das Mount, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Dementsprechend können wir hier sehen, indem wir schauen, was für Mobs quasi an den Kisten dran stehen, welche Kisten wir uns kaufen müssen, dass wir dementsprechend die Mounts kriegen, die uns jetzt vielleicht noch fehlen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt blöderweise nochmal einen Char hier rüber kopiert habe auf dem PTR und nun alle bis auf einen Mount habe. Dementsprechend werden wir jetzt selber kein so ein großes Kisten-Opening machen. Ich werde euch aber einen kleinen Ausschnitt zeigen, beziehungsweise noch ein paar andere Geschichten. Bevor ich den letzten Char rüber kopiert hatte, da hat mir ja noch ein zweites Mount gefehlt und zwar diese Stute, die habe ich jetzt mittlerweile schon. Und davor habe ich jetzt hier mit dem hier noch ein paar Kisten aufgemacht. Ihr seht, ich habe eine Stute im Inventar und den Rest, den ich nur aufgemacht habe. Ich hatte so 10, 20 Kisten aufgemacht und hatte dann noch eine Stute bekommen. Und zwar hier für, wo haben wir sie denn? Ne, hier war sie. Seht ihr, hier nochmal ein Mount. Also die Mounts droppen relativ gut. So, wie viele Kisten gibt es jetzt insgesamt und was kosten die? Ihr seht, hier haben wir jetzt drei Kisten. Die zwei epischen kosten 175 und die blaue kostet 120. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dann, dass es jeden Tag ein Angebot gibt, das eine ein bisschen günstiger ist oder ob allgemein da vielleicht manche Inseln anscheinend mehr wert sind als andere. Das kann ich jetzt noch nicht einsehen, weil ich jetzt nur einen Tag geguckt hatte. Und auch die Rotation weiß ich noch nicht. Ich kann euch gleich noch mal zeigen. Es gibt nämlich ein paar mehr Kisten. Und zwar haben wir hier alle. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kisten. Wir haben hier eine mysteriöse, wahrscheinlich kann da alles drin sein. Und hier in den anderen sieht man immer, was drin ist. Zum Beispiel hier haben wir Mogu, Kavadir, Eistrolle und wilde Yetis. Hier wissen wir schon mal, wilde Yetis droppen uns das Yeti Mount. Dementsprechend, wenn wir das Yeti Mount wollen, die Kiste aufmachen und Mogu droppen uns, ja, das Mogu Mount, also diese Quielen. Dann haben wir hier diese Restless Orks, Twilight Dragons und Piraten. Twilight Dragons droppen uns diesen Zwielichtsdrachen-Mount und die Piraten quasi den Papageien. Dann haben wir hier Mogu, Mantis droppen nichts, die anderen auch nichts. Also hier haben wir zum Beispiel wieder das Mogu-Mount eine Chance. Dann Trox, Kobolde, Naruba sind uninteressant. Wobei, Naruba sind interessant, weil die ziemlich selten auf den Inseln sind für so ein Quest-Item, falls man das noch braucht. Dann haben wir hier Saurox, Jinju und hier, yeah, especially sorry, a lot of stranded pirates. Also ich schätze mal, dass man hier das Piraten-Mount, also den Papageien bekommt und das Saurok-Mount kriegen kann. Da haben wir Wirkool, Taunka sind drin und Sturmdrachen. Da gibt es zum Beispiel den Sturmdrachen, den man ja nur auf einer Insel bekommen kann an sich. Und dann geht das halt so weiter. Hier haben wir Old Gods, Necromancer, das ist quasi die Kiste hier aus Heavenswood. Die, wo man das, ja, hier das Skelettpferd bekommt, das ich ja auch gerade zweimal schon rausgezogen habe. Und dann geht das halt so weiter. Ne? Dementsprechend muss man halt gucken, wo das Mount, was man haben will, drin ist. Und dann kann man drauf bieten. Wie das jetzt genau am Ende
stattfinden wird, wie die Rotation ist, kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Da werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage ein bisschen mehr Informationen kriegen. Vorab wollte ich euch das bloß schon mal zeigen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen die Münzen schon mal sparen könnt. Ich werde jetzt auch keine Insel mehr spielen. Ich habe insgesamt auf allen Chars verteilt 30.000 Münzen. Sollte für mich jetzt nicht das Problem sein, das letzte Mount da rauszuziehen. Und ja, ich denke mal, der ein oder andere, der jetzt viele Münzen gespart hat, wird da auch relativ schnell die rauskriegen. Im Moment ist es so, dass die 175 kosten, beziehungsweise die billigere 120. Ob natürlich die Preise so bleiben werden und ob die Dropchance so bleiben wird, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist ganz am Anfang vom PTR, da kann sich noch viel ändern. Und ich will euch jetzt mal kurz hier einen Clip zeigen. Das Video werde ich euch auch verlinken. Und zwar, die braucht anscheinend noch mehr Mounts. Ihr seht, sie hat eine Kiste aufgemacht, erstes Mount. Ne? Jetzt macht sie noch eine Kiste auf, da hat sie nichts rausgezogen. Dritte hat sie auch nichts rausgezogen. Und hier hat sie nochmal einen Gaul gekriegt. Ja? Also eine vierte Kiste, fünfte Kiste, auch wieder ein Mount rausgezogen. Und dann geht das so weiter. Also, da droppen die Sachen schon relativ gut. Übrigens, wenn ihr die... Hier ist wieder ein Mount, seht ihr da? Wieder ein Mount. Also, seht ihr, wie das Zeug droppt? Wieder ein Mount. Also, das ist eigentlich schon unverschämt, diese Drop-Chance, was die Mounts rauskommen. Das Problem ist, bei den Mounts ist es so, wenn man sie einmal gelernt hat, dann können sie nicht mehr droppen. Also, ich habe zumindest jetzt geguckt, sie droppen dann nicht mehr und alle anderen Mounts kriege ich auch nicht raus. Und da ich jetzt den einen Char kopiert habe, der das Mount gelernt hat, kann ich jetzt leider hier nichts rausziehen und... Saurox ist hier leider nicht, sonst hätte ich ein Opening für euch gemacht, aber da jetzt eh nichts droppen kann, ist das, ja, nicht zielführend. Aber ihr habt gesehen, die Drop-Chance ist im Moment sehr, sehr hoch. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, das kann immer sein, dass Blizzard hier noch viele Schrauben dreht, sowohl am Münzenpreis als auch an der Drop-Chance. Das muss euch bewusst sein. Wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, muss ich fast sagen, dass es lächerlich ist, weil... Leute, die jetzt ewig Inseln gespammt haben, um die Mounts zu farmen und jetzt macht man, was hat sie aufgemacht, 10 Kisten, hat irgendwie 5 Mounts rausgekriegt. Gut, die kosten 175, aber 175 sind nicht viele Dublonen, muss man ehrlich sagen. Wenn ihr jetzt aus dem Mythic teilweise 3 Beutel kriegt mit zwischen 10 und 25 Münzen, da könnt ihr euch ausrennen. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr mit einer Insel 30, 40, 50 Münzen, wenn es ganz gut läuft. Ja? Also, ja. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte. Schreibt gerne eure Gedanken in die Kommentare, was ihr so denkt, wie ihr es jetzt mit den Inseln handhaben werdet. Und falls ihr schon mehr Infos habt, wie die Rotation ist, ob die Weekly oder irgendwas anderes ist, gerne auch mit in die Kommentare damit packen. Was ich schon ausschließen kann, hier haben wir zum Beispiel Föhrenwald und dieses Schneeblütendorf. Das hängt nicht ab, was an Inseln aktiv ist, weil hier haben wir einen faulen Morast, tiefgrüne Wildnis und die Spinnensenke. Also das sind andere. Davon hängt es nicht ab. Spätestens morgen, wenn da andere Beutel drin sind, dann werden wir es dann wissen. Gut, das war's mit dem Video. Euch la, bis zum nächsten Mal. Ciao.